Was ist hier los? Apoisi. Ärgerst du hier etwa Cosmo? Ja. Er schläft da und du ärgerst ihn. Bup. Hier sind seine Pfötchen. Kannst du anfassen? Nein, nicht anfassen. Ja, möchte er nicht. Bup. Das ist der Vorteil, wenn man früh aufsteht. Hat man so eine wunderschöne Kulisse. Aber ich muss ehrlich sagen, die Sonne blendet mich so sehr, ich sehe gar nicht, was ich filme hier. Aber ich sehe nur diesen Berg, den wollten wir ja gestern schon fotografieren. Schnauze, ey. Nein, Spaß, ich habe nichts gesagt. Also weißt du. Mut die mich hier an. Ich glaube, es sagt. Ich finde das voll süß, dass sie ihr Baby dabei haben darf. Seht ihr da? Das ist wahrscheinlich ihre Tochter oder ihr Sohn. Oder? Sie behauptet. Vielleicht sind das ja Fleischkühe und deswegen ist das wohl kein Problem, dass sie das dabei haben. Oh, und sie hat was am Beinchen, die Arme, die hinkt ja voll. Da muss der Bauer sich mal drum kümmern, wenn er das sieht. Hier habe ich versucht, noch schnell ein paar Fotos zu machen. Eins hat irgendwie funktioniert, aber ich bin noch nicht so zufrieden. Vielleicht werde ich das eine nochmal bearbeiten. Wir fahren jetzt nicht ernsthaft mit diesen Dingern. So, die Decke fällt runter. Nein! Ja. Also, wir können die selbst runter machen. Alter, nein! Das ist schlimmer als auf der Achterbahn. Das ist chillig, ja. Nein, ich habe Angst. Ich habe nur Höhenangst. Wollen wir schnell gehen? Nein, ich will das nicht gehen. Oh, es sieht schon so anstrengend aus. Und das dauert bestimmt auch voll lange, bis man oben ist. Ich hoffe, ich kann hier vernünftig gleich aussteigen. Du mit deiner Kohle. Du mit deiner Kohle. Okay, aber es ist nicht so hoch. Es wird trotzdem wehtun, wenn man runterfällt. Ich zieh auf jeden Fall die Beine. Ja, ich will. Gut, das bewegt sich jetzt bestimmt. Was heißt schneller? Keine, pronto. Pronto. Ja, es geht. Also da hoch müssen wir noch, geht eigentlich noch. Okay, der Abstieg war okay, die haben das Ding kurz angehalten und ich bin aber trotzdem gerannt. Aber schaut euch mal an, wie schön es hier aussieht. Die Berge, da hinten. Das ist echt cool. Oha! Oh mein Gott! Und da ist viel, viel, viel gruseliger. Das sieht wirklich sehr, sehr hoch aus. Der Berg ist cool mit den Wolken. Ja. Ich wünschte, es würde schneller gehen wie auf so einer Achterbahn. Oh, ist das hoch. Aber da hinten sieht man unsere Wohnmobil. Da ist es. Was ist das? Scheint so. Rechts neben der Tanne. Rechts neben der Tanne? Neben dem kleinen Peter. Ach, da! Da ist es. Stimmt. Da. Ich glaube. Tschüss. Ganz schön hoch. Cosmo, was ist los? Glaubst du, wir sind schon da? Sieht nicht so aus, ne? Wir müssen noch ein Stück fahren. Ja, nicht mehr so lang. Halbe Stunde. Und dann können wir raus, okay? Nimmst du wieder deinen Platz ein? Doch jetzt. Ins Körbchen. Ins Körbchen. Nicht auf den Tisch. Ins Körbchen. Darum. Wir müssen noch ein bisschen fahren. Okay? Katzi. Jetzt ins Körbchen. Wir können doch gleich raus. Du kannst noch eine halbe Stunde dich gedulden. Mui.
Hör auf, rumzumeckern. Jetzt ist er weg. Ui, ist das dreckig bei uns, ja? Also irgendwer muss hier dringend putzen. Ja, ich weiß nicht, du. Wir gehen jetzt raus und du wirst sehen, du warst hier schon mal. Freust du dich? Hier mit dem Schwanz weg. Oh, ich muss mich jetzt drehen. Los. Komm, ich halte die Tür auf. Hopp. Na los. Na los, hopp. Sehr gut. Achtung. Lass uns mal gucken, wo wir hier sind. Komm. Komm schnell her. Komm, komm. Komm, komm. Siehst du? Hier warst du schon mal. Hier sind wir nämlich in den Dolomiten bei den drei Zinnen. Und Cosmo war hier schon mal. Und zwar letztes Jahr im Sommer. Und Apollo auch. Wir sind dann hinten im Feld rumgelaufen. Und irgendwann hatte Apollo keinen Bock mehr. Dann mussten wir wieder rein, wie immer. Cosmo hat immer Bock. Der würde am liebsten den ganzen Tag spazieren gehen. Aber wir sind ja schließlich nicht hier, um irgendwelche Berge zu sehen, sondern wir haben da schon wieder irgendein Tierchen entdeckt. Ne? Und Rasen wollen wir auch ankauen. Bestimmt wieder ein Grashüpfer. Aber ich mag die Aussicht. Jedem das seine, so, ne? Was haben wir denn hier entdeckt? Hm? Was ist denn hier? Aber geh nicht zu tief rein. Weißt du ja, hier ist voll der Abgrund. Da kann ich dich dann nicht holen. Müssen wir zusammen runterkullern. Hey! Hallo, sag mal, spinnst du? Was hast du denn da? Cosmo besorgt uns schon mal Abendessen. Wir haben nämlich vergessen, heute einzukaufen. Beziehungsweise wir haben gestern vergessen einzukaufen. Heute ist ein Feiertag in Italien. Und alles ist geschlossen. Und die Tankstellen, die haben hier, die meisten Tankstellen haben hier kein Geschäft noch dann dran, wo du bezahlen kannst. Du bezahlst halt überall mit Karte, so, ne? An diesen Tanksäulen. Und ja, jetzt müssen wir bei so einem Campingplatz anhalten, um da einzukaufen. 40 Euro für, keine Ahnung, ein Stück Brot gefühlt. Ja, und deswegen besorgt uns jetzt Cosmo eine Maus wahrscheinlich. Jetzt kann sich Marcel die später abends grillen. Er hat da jetzt gerade einen Grashüpfer oder so gesehen, ist hingelaufen, stehen geblieben und mit beiden Pfoten hat er dann versucht, diesen Grashüpfer zu fangen. Jetzt wird er von allen ausgelacht. Cosmo, stell dich doch nicht so blöd an. Wenn du schon was fängst, dann musst du richtig fangen. Sonst denkt man, du spielst hier nur rum. Bist doch hier Berglöwe. Ja, so in etwa. Hast du was gefangen? Nein? Wieso nicht? Hm? Warum? Alles weggelaufen? Kurze. Ist alles weggelaufen? Ich weiß nicht, was da in diesem Busch war, aber es hat Cosmo zurück angegriffen. Ist dann weggelaufen. Es ist bestimmt irgendeine Wüstenratte oder so. Keine Ahnung, gibt's sowas? Auf jeden Fall hat sich Cosmo sehr erschreckt und und jetzt gucken wir uns ein bisschen weiter vorne die Berge an. Götze, wollen wir zurück? Nein, komm, wir gehen zurück. Nein, ich glaube, da ist ein Hund oder so. Komm. Na ja, komm, doch. Komm, wir gehen da lang. Oh, fängt schon an zu hecheln, ist zu warm. Komm, wir bringen dich rein. Okay, komm. Götzi, komm. Kosmos, komm schon. Es ist zu warm hier für dich. Komm.
Komm, wir gehen rein, okay? Seht ihr, deswegen kann ich mich leider nicht weit weg vom Camper entfernen, falls es quasi zu warm wird. Oder falls er sich zu viel bewegt hat, fängt er an zu hecheln. Und das ist nicht gut für sein Herz. Deswegen darf er leider auch nicht so viel spazieren gehen. Ah, da ist ein Hund unterm Wohnmobil, und zwar ein sehr großer. Und Cosmo hat ihn noch nicht entdeckt, sonst wäre er schon auf den Hund losgegangen. Du denkst auch, du bist größer als du tatsächlich bist, ne? Nein, 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 wir gehen da nicht hin. Das ist ein Hund. Das machen wir nicht. Besser nicht. Wir wissen, wie sehr du Hunde angreifen magst. Machen wir besser nicht, okay? Nein. Genau, wir gehen lieber von dem Hund ein bisschen weg, ja? Guck nochmal da, genau, ob du da noch irgendwie was findest, was dich interessiert. Aber besser nicht zum Hund, ja? Kosmos. Hey, 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 hey. Nicht da runter. Komm mal zurück. Komm zurück. Katze. Katze. Nein. Hey. Hör auf. Was hast du denn da gesehen? Das ist tief im Abgrund. Glaubst du, ich kletter da runter? Ich glaube nicht. Genau, komm mal her. Sollen wir reingehen? Ist ein bisschen warm. Kätzchen. Na, komm, wir gehen rein. Ja, wir gehen rein. Komm mit. Hier. Nein. Nein. Katzi, sei nicht böse. Komm zurück. Komm, komm. Komm, komm. Wir gehen später nochmal, wenn es nicht mehr so warm ist, okay? Ui, ist da etwa ein Hund? Ist da etwa ein Hundehund? Nein. Ist nur ein Mensch in einer orangenen Jacke. Als ob du noch nie einen Menschen in einer orangenen Warnweste gesehen hättest. Los, geh rein. Na los, hopp. Sehr gut. Ladies and Gentlemen, willkommen auf diesem Kanal. Wir wollten eben wandern gehen. Und zwar diese Berge hier hoch, circa 3 Kilometer. Dafür habe ich mir dieses Kleid angezogen, die passenden Wanderschuhe, weil ich nette Bilder haben will. Aber ich habe mich nicht hier drauf vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wandern zu gehen, wenn das Wetter sich so ankündigt. Ja, natürlich ist die Gewitterwolke direkt über uns und es hat auch eben heftig gedonnert. Sogar so ein kleiner Hund hat sich erschreckt. Ja, er sitzt immer noch bei Frauchen, der Arme. Dem geht's gut. Und seht ihr da hinten ist halt gar nichts. Nur hier. Hier ist schlimm. Ich hoffe, diese Hütte da hinten hat was zu fressen. Sonst muss ich leider diesen Hund da hinten anknabbern, weil der so süß ist. Da hinten. Man sieht ihn nicht, jetzt sieht man ihn. So, da ist er. Wir sind jetzt hier hochgeklettert. Ey, Vogel, Vorsicht, ja? Aufpassen. Und hier ist eine Höhle. Das ist keine Toilette, hoffentlich. Und hier ist es arschkalt. Wie im Kühlschrank. Es ist sehr faszinierend. Und es ist mega cool, da durchzugucken. Das sieht schon ganz nice aus. Also so habe ich mir den Nachhauseweg nicht vorgestellt. Man sieht einfach gar nichts. Es hat hier leider reingeregnet. Wir haben nämlich hier oben die Luke aufgelassen, damit die Katzis hier genug Luft kriegen. Ne? Weil Klimaanlage reicht nicht. Die brauchen auch Frischair. Und hier war dann alles voll zugedreckt. Ja, was denn? Bei Cosmo ist das so witzig. Sobald ich mein Handy auspacke, fängt er an zu reden. Also als ob er genau weiß, jetzt wird sich mit ihm unterhalten. Ja, ja. Du willst raus, oder? Aber hast du gesehen, wie es draußen aussieht? Guck dir das an. Es regnet nämlich. Ich mach mal lieber zu, ja? Regnet sonst in dein Öhrchen rein. Okay? Hast du gesehen? Sieht schlimm aus. Ich mach zu. So. Hier drin ist es nicht so schlimm, okay? Ja, und die Katzis, die haben so Angst bekommen vor diesem Regen, der hier reingelaufen ist,
Die haben sich dann beide in diesem Körbchen versteckt und Apollo hier oben, ist der dann nach oben geklettert. Ja, oh, müdes Kätzchen. Ja, du müdes Kätzchen. Du hast doch den ganzen Tag geschlafen. Warum bist du jetzt müde? Hey, wird hier etwa gespielt? Hä? Wird hier etwa gespielt? Ja. Ärchen wird gekrabbelt und dann wird hier auch nur gespielt. Du süßes Kätzchen. Ja, du. Ja, naja, jetzt sind sie aufgetaut, weil ich hier alles sauber gemacht habe. Ja, du hattest Angst, ne, vor so viel Wasser, ich weiß. War doof. Ja, ich weiß. Macht nichts, ist jetzt alles weg. Okay. Bei uns regnet es jetzt extrem und es schlagen Blitze ein. Ich hoffe nicht irgendwo hier in der Nähe. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein paar Blitze versuchen, in der Kamera einzufangen. What? Alter. What? Oha.